Einen schönen guten Tag, mein Name ist Salchak99 und ich zeige euch Crimson Skies High Road to Revenge. Ja, dann würde ich da weitermachen, wo ich letztens aufgehört habe, mit Mission 7, ein Geschenk für die Na'Yavo. Dann würde ich sagen, Attacke. So, letztes Mal, genau, die letzte Mission, eine Fata Morgana, erfolgreich geschafft. Mein Bargeldbestand besteht jetzt aus $9.755 und ich habe 13 Tokens. So. Besprechungsraum. So, und die jetzige Mission ist halt ein Geschenk für die Na'Vajo. Die Los Moretos haben einen Zug gestoppt, der ein wertvolles Artefakt der Na'Vajos an Bord hat. Retten Sie den Zug und bringen Sie das Artefakt in Sicherheit. Wir benötigen Zugang zum Gebiet der Navajo. Das Problem ist, sie haben ihre Grenzen für alle Fremden geschlossen. Ich habe gehört, dass ein Zug mit einem wertvollen Navajo-Artefakt überfallen worden ist. Wenn wir das Artefakt zurückbringen, zeigen wir unseren guten Willen und sie geben uns dafür Überflugrechte. Okay, Navajo dann eben. So, folgende Aufgaben sind zu erledigen. Zerstören Sie die Streitkräfte der Los Muertos, die den Zug bewachen. Sorgen Sie dafür, dass der Zug weiterfahren kann. Eskortieren Sie den Zug zurück in die Stadt. Hört sich alles simpel an. Eine Escort-Mission anscheinend. So, und ich habe so viel Geld. Mein Devastator kann ich nicht mal ausrüsten. Aber ich habe hier neue Flugzeuge. Das Evil zum Beispiel, die könnte ich jetzt ausrüsten. Was hat sie denn da? 6 Punkte Panzerung, 6 Punkte Geschwindigkeit und 5 Punkte auf Schaden. Okay. Dann noch die Coyote. So, wenn ich die aufrüsten würde. Okay, Feuerkraft geht auf 6 Punkte rauf, dann Geschwindigkeit und. Ne, Panzerung geht auf 6 Punkte rauf. Geschwindigkeit und Panzerung geht dann auch um 1 Punkt jeweils rauf. Okay, auch eine Überlegung. Das ist nix. Dann Bulldog. Ja, okay. Panzerung geht auf 4 Punkte rauf. Maximale Geschwindigkeit und Feuerkraft geht auch auf 7 Punkte rauf. Okay. Ja. Da ist auch nichts. Dann die Dolphin. Panzerung geht auch ziemlich massiv rauf auf 9 Punkte. So wie ich sehe. 3, 6, ja, 9. Geschwindigkeit auf 4. Feuerkraft geht aber auf jeden Fall um einen runter. Keine Ahnung warum. Den Mini-Gyro, den kann ich leider nicht aufwerten. Ich weiß nicht, wohin mit meinem Geld. Ach, ich werde mal die Dolphin mal aufrüsten. Warum nicht? Einmal aufrüsten, bitte. Zack. Auch mit der passenden Lackierung. So, dann würde ich die Devastator nehmen. Ist für mich momentan das beste Flugzeug, weil es hat sehr stabile Werte und das passt schon irgendwie. Mit der 6-7-6-Punkte-Wertung. Da ist der Zug. Die Banditen haben ihn anscheinend umstellt. Gut, Maria. Jetzt hast du die Gelegenheit, dein Können zu zeigen. Ich erledige die Laster. Du gibst mir Deckung von oben. Ich werde dich nicht enttäuschen. Wir werden angegriffen. Schickt Verstärkung. Bei mir wird's brenzlig. So. So, das war Laster Nummer 2. Mal schauen. Nathan, hier ist der Zugführer. Die Laster sind ausgeschaltet. Lande und blas mit dem Buggeschütz die Blockade weg. Okay. Bringt die Blockade weg, aber ich werde erstmal die Flieger abschießen. Weil die sind eher wirklich geworden im Auge. Ja.
Flugzeuge im Anflug. Okay, noch mehr. Die Blockade muss weg. Ich brauche mehr Platz. Da noch mehr LKW. Okay, nee, der Zug wird angegriffen. Okay. Verdammt, das Flugzeug ist total zerfetzt. Okay. Nein! Ach, verdammt. Die Lokomotive wurde zerstört. Okay, das ist doch nicht gut. Da ist der Zug. Die Banditen haben ihn anscheinend umstellt. Na gut, dann auf ein neues. Gut, Maria. Jetzt hast du die Gelegenheit, dein Können zu zeigen. Ich erledige die Laster. Du gibst mir Deckung von oben. Ich werde dich nicht enttäuschen. Wir werden angegriffen. Schickt Verstärkung. Seite.
Oh, okay, noch Triple Diener auch noch. Einigermaßen doch ein guter Zustand. Das Geschütz, das vordere Geschütz nicht mehr so ganz. Achtung, Nathan! Mehrere Banditenflugzeuge im Anflug! Ach. So wie es aussieht. Ich sehe noch. Manche lernen es nie. Du verschwendest meine Zeit. Falsches Geschütz.
LKWs, Autos. Alles nochmal. Ich will nur, dass das Navajo-Artefakt, das ihr transportiert, in Sicherheit ist. Ach ja, die Statue. Ich soll sie ins Stadtmuseum bringen, aber so wie es aussieht, vielleicht ist sie dort nicht sicher. Willst du sie den Navajos zurückbringen? Mit Vergnügen. Danke, Partner. So, noch einen Token erhalten, ein bisschen Geld. So, dann würde ich auch erstmal sagen, das war's wieder auch fürs Erste. Mission erfolgreich bestanden. Bargeld bestanden. 8.755 Geld. 7 Tokens gesammelt. Passt. Ja. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag noch. Bis bald und tschüss.